Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur und des Gesprächs zwischen Religion und Literatur, an diesem Abend, an diesem letzten Abend im wunderschönen Monat Mai, darf ich Sie ganz herzlich zur zweiten Vorlesung im Rahmen der Wiener Poetikdozentur Religion und Literatur begrüßen und natürlich vor allem und zunächst unseren Dozenten, den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann. Es sind heute Abend Gäste hier, die sich aus Zürich und Hamburg haben herlocken lassen. Offiziell darf ich den Kulturattaché der Schweizer Botschaft begrüßen. Von den Kolleginnen und Kollegen darf ich namentlich Pass pro Toto Jan und Aleida Aßmann nennen. Und, was uns besonders freut, den ehemaligen Intendanten des Wiener Burgtheaters, der die ersten Stücke von Thomas Hürlimann hier in Wien aufgeführt hat, später dann im Schauspielhaus Zürich, Achim Benning und seine Frau. Sowie den wackeren Kämpfer gegen die Rechtschreibreform Friedrich Denk, einen alten Freund von Thomas Hürlimann. Ich müsste wahrscheinlich jetzt noch manch anderen illustren Namen nennen, im Sinne einer Abbreviatio kürze ich hier allerdings ab. Das literarische Werk von Thomas Hürlimann kennt viele Welten. Die Welt der Familie, die Welt des Politischen, die Welt des Jüdischen, die Welt des Katholischen. Und alle diese Welten sind irgendwo miteinander vernetzt, sodass man von einem Hürlimannschen Pluriversum sprechen könnte. Ich will das jetzt allerdings nicht näher aufschlüsseln, sondern diejenigen, die etwas neugierig geworden sind, an den Büchertisch der Herder-Buchhandlung verweisen, wo sie eben die Romane Fräulein Stark, 40 Rosen, Der große Kater und so weiter nachher auch erwerben und auch signieren lassen können. Heute Abend möchte ich im Sinne eines kleinen Präludiums nur auf eine Welt hinweisen, die den meisten von Ihnen, zumindest den Jüngeren, unbekannt sein dürfte. Es ist eine Welt, die von Klostermauern umringt war, die zwischen drinnen und draußen eine scharfe Grenze zogen. Dafür ragten die beiden Türme der Stiftskirche hoch in den Himmel hinaus und erinnerten Pilger und Touristen und natürlich auch die Zöglinge und Patres daran, dass die Horizontale nicht alles ist. In dieser Welt gab es Mönche, die Namen wie Odilo, Cassian, Erlebald oder Wallafried trugen und eine schwarze Madonna, die in der Gnadenkapelle unter einem marmornen Tempelchen täglich mit einem Salve Regina begrüßt und verehrt wurde. Die Madonna selbst hatte vor den Truppen Napoleons fliehen müssen, sie war eine Zeit lang sogar vergraben worden und konnte dann, wie durch ein Wunder, zurückkehren und hat seitdem manche Seufzer der Bedrängten und Beladenen gehört. Sie sehen, die Welt des jungen Thomas Hürlimann kannte die Vertikale. Die Glocken im Turm gaben das Zeitmaß an, eine andere Zeit, die dem Gotteslob morgens, mittags und abends Raum gab. Laudes, Angelus und Vesper waren die Namen dafür. Als Zögling der Klosterschule in Einsiedeln hat Hürlimann ab dem 12. Lebensjahr eine schwarze Kutte getragen. Wie die anderen war er Ministrant und wusste, wann, wie, wo zu tun war, wenn das Geheimnis der Wandlung gefeiert wurde. Selbst wenn die Gedanken umherschweiften, selbst wenn der Geist abwesend war, der Körper war anwesend. Er stand, saß und kniete, wenn die anderen standen, saßen und knieten. Ave Maria und Paternoster gingen wie von selbst über die Lippen. In dieser anderen Welt, in der es auch eine große Bibliothek mit Hunderten von Handschriften und Tausenden von Büchern gab, die Wissen und Weisheit der Jahrhunderte speicherten, hat der Schüler Thomas Hürlimann eine einschneidende Erfahrung gemacht, die er viel später dann als Initiation in das Schreiben gedeutet hat. Was ist passiert? Die Erfahrung ist verbunden mit dem Namen des Subpräfekten Wallafried. Dieser vertrat eines Morgens den erkrankten Pater Erlebald,
Sie sehen, ich habe Spaß an diesen Namen, im Deutschunterricht und führte die Schüler nach draußen ins Freie, also aus den Klostermauern hinaus. Der Zögling, also dort sollten sie ihre Eindrücke in einem Aufsatz festhalten. Der Zögling Thomas beschrieb die sieben Linden als Naturkathedrale aus Licht und Luft. Als Wallerfried den Aufsatz abends durchsah, traute er seinen Augen nicht. Das musste irgendwo abgeschrieben sein. Er zitierte den Zögling und fragte scharf, wo er das her habe. Das könne er unmöglich selbst geschrieben haben. Doch, das habe er selbst geschrieben, beharrte der junge Hürlimann. Das sei eine Lüge, schrie Wallerfried. Als der Schüler bei der Wahrheit blieb, wurde er mit einem kantigen Lineal mehrfach auf die Hände geschlagen, immer fester. Das saß. Früher Ritterschlag zum Schriftsteller. Mit 15 ist Thomas Hürlimann dann der Glaube an das Geheimnis der Wandlung nach und nach abhanden gekommen. Das heilige Ritual erstarrte ihm zur leeren Routine. Das hoc est corpus meum, das der Priester im Namen eines anderen über die Oblate spricht, erschien ihm als bloßes Hokuspokus. Er konnte den Einbruch des Heiligen in die Zeit nicht mehr richtig und vor allem nicht mehr innerlich mitvollziehen. Seitdem hat er die Wandlung woanders gesucht, ist heimlich über die Klostermauern gestiegen, um Bier zu trinken oder Mädchen zu treffen, oder ist gar per Anhalter nach Zürich gefahren, um im dortigen Schauspielhaus das neu zu finden, was er innerhalb der Klostermauern verloren hatte. Wandlungen. In dieser Zeit ist Thomas Hürlimann dann auch Mitbegründer und Mitglied im Club der Atheisten geworden. Und damit sind wir an der Schwelle zum Thema des heutigen Abends. Wie es dazu kam und welche Initiationsleistung er erbringen musste, um Mitglied in diesem Club zu werden, das wird er uns gleich viel besser selbst erzählen. Und auch, wie er später, viel später, die forsche Gottesbestreitung selbst in Frage gestellt hat, wo also quasi der Unglaube Risse bekommen hat und neu durchlässig geworden ist, für das, was er durch die metaphysischen Antennen das nennt, was über die sichtbare, greifbare, empirisch verifizierbare Welt hinausläuft. Ob er inzwischen etwas von dem wiedergefunden hat, was er verloren hat, wer weiß, vielleicht wird er uns gleich eine Antwort geben. Bevor es losgeht, kurz noch ein paar Regiebemerkungen zum heutigen Abend. Zuerst und zunächst wird der Schriftsteller selbst sprechen, so muss es sein. In einem zweiten Teil haben wir, weil es vielfältige Rückmeldungen auf das NZZ-Gespräch über die Anstößigkeit des Kreuzes gab, entschieden, eine Gesprächseinlage zu machen, die dann vielleicht auch die Sache etwas auflockert, die allerdings nicht voll durchgeplant ist und etwas Überraschendes auch haben wird. Aber das letzte Wort gehört dann natürlich wieder Thomas Hürlimann, der dann ein, zwei literarische Miniaturen vortragen wird. Nach dem Ende ist es noch nicht ganz zu Ende. Es wird dann eben Möglichkeit geben, mit Thomas Hürlimann ins Gespräch zu kommen, sich die Bücher signieren zu lassen und bei Brot und Wein noch ein bisschen über Gott und die Welt zu plaudern. Apropos Brot und Wein, in Hölderlins gleichnamiger Hymne heißt es, und damit setze ich die Brücke, göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, soweit es auch ist. Lieber Thomas, ich darf dich bitten, loszulegen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich danke dir, lieber Jan Heiner Tück, für die Einladung. Ich bin sehr stolz, dass ich in dieser Universität auftreten und mich vorstellen darf. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Professor Aßmann, hier sind. Ich habe heute Nachmittag Ihren brillanten Essay über Thomas Manns Moses-Erzählung gelesen. Und das ist natürlich
toll. Das, ich habe heute Nachmittag gedacht, Sie möchte ich eigentlich gerne mal kennenlernen. Schon sind Sie da. Also vielen Dank. Und ich freue mich ganz besonders, dass Achim und Oski Benning hier sind. Mit Achim verbindet mich eine lange und tiefe Freundschaft. Ich darf Ihnen vielleicht mal sagen, was wir zusammen erlebt haben, an einem kleinen Beispiel. Achim Benning hat, als er Intendant war am Schauspielhaus Zürich, war ich sein Hausautor, er hat ein Stück von mir uraufgeführt und wir sind beide von der Kritik, ja, würde ich mal sagen, sehr ungnädig behandelt worden. Die Kritiken am Theater erscheinen ja alle am selben Tag. Am Abend war auch die zweite Vorstellung. Ich bin ins Haus gegangen und wenn Sie als durchgefallener Autor ein Theater betreten, dann erleben Sie das, was ein Gespenst erlebt. Ich kam rein und es sah mich jemand und ist sofort verschwunden, weil was soll er sagen? Also die und meine damalige Frau hat mitgespielt, da bin ich in die Damengarderobe gegangen und die Damen, die standen vor ihren Garderoben, also vor der Vorstellung, waren eben dabei, sich zu schminken und haben natürlich auch diese Kritiken besprochen, sahen mich kommen und klapp, 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 waren alle Türen zu und kein Mensch mehr da. Und dann bin ich in die Kantine gegangen, habe gedacht, also der Kantinenwirt, der kann nicht einfach so verschwinden. Ich kam auf ihn zu und er sagte, Thomas, entschuldige, ich muss schnell ein neues Bier zapfen und war weg. Da habe ich gedacht, ich bin in diesem Haus wirklich jetzt der Einzige. Also ich kann hier mit keinem mehr reden. Ich habe es auch verstanden, ich wusste ja, wodurch das entstanden ist. Und kam in die Dramaturgie, da bin ich einem Dramaturgen Reinhard Palm, ein Wiener, begegnet und der hat mich fröhlich begrüßt mit dem Satz, Thomas, 3 Kilo für Risse. Und er hatte dann sämtliche Zeitungen und Dramaturgen, Autoren gegenüber, das ist auch sehr verständlich, die freuen sich eher über den Durchfall, also über die gelungene Premiere. Ich kam zu Achim Benning, er saß da. Und hat gesagt, schön, dass du kommst, Thomas. Ich habe schon den Premierentermin für unser nächstes Stück. Das war auch dann im Mai. Hat gesagt, dass bis dahin bist du soweit, dein Stück ist fertig. Das spielen wir und ich werde es wieder inszenieren. So etwas vergisst man in seinem ganzen Leben nicht. Und es ist mir auch selten begegnet, dass sozusagen ein Moment einer Niederlage so sich in etwas Wunderbares verwandelt. Jetzt zu meinem Text. Ich habe ihm den Titel gegeben, Der große Pan ist tot. Am Altar brannten die Kerzen gelbe Kleckse ins Dunkel, dann flammte in der Apsis die Rosette auf, und legte über den eisigen Chorbogen einen rötlichen Schimmer. Die schwarz bemalten Bänke bekamen einen narbigen Glanz. Engelsflügel und Marmorbeine wurden lebendig, Gold leuchtete auf, Perlen blinkten, grün-blaue und rot-gelbe Lichtflüsse stürzten aus gotischen Fenstern ins Innere und das Kirchenschiff, ein Schiff aus Stein, legte ab. Es war der schönste Raum der Welt, denn hier kniete der Knabe neben seiner Mutter, die ein weißes Hütchen trug wie eine Pillenschachtel und die betenden Lippen hinter einem Schleierchen verbarg. Die Mutter lehrte den Knaben reden und beten. Er glaubte ihr aufs Wort. Wenn sie sagte, auch die Kirche sei eine Mutter, erst noch eine heilige Mutter, war das keine unverständliche Behauptung, sondern eine Verheißung voller Geheimnisse und heiliger Worte, Kyrie eleison, Christe eleison, et cum spiritu tuo.
Das Parfum der Heiligen Mutter, die Mixtur aus Weihrauch, heißem Kerzenwachs und blühenden Blumen, roch der Knabe sogar lieber als das Chanel der richtigen Mutter. Und wer trug in diesem Raum, der auch an einem Wintermorgen einen Sommerzauber entfaltete, die prächtigsten Gewänder? Nicht sie, die ihre Kostüme in Luzern kaufte, bei einer Modistin, nein, der Priester am Altar. Bald war der Knabe zu groß, um wie früher neben der Mutter zu knien. Betraten sie das Schiff, musste sie nach links gehen, auf die Frauenseite, eher nach rechts, zu den Männern. Der Priester nahm am Altar die Mitte ein. Zwischen den beiden Bankreihen, zwischen den beiden Geschlechtern, war er ein Mann im Rock, Mann und Frau zugleich, also etwas Drittes, Schwebendes, von den Stufen Erhöhtes, der im Namen der versammelten Gemeinde zu Gott sprach. Hochwürden Stocklin, der Herr Pfarrhelfer. Hochwürden Stocklin lehrte uns im Religionsunterricht, wie man zu beichten habe. Nachdem er das Verfahren und den Sündenkatalog erklärt hatte, sollte sich einer melden und vor der Klasse probehalber eine Beichte ablegen. Ich meldete mich, und da es ja nur eine Probe war, keineswegs der Ernstfall, fabulierte ich ein buntes Sündenregister zusammen. Als ich bekannte, ich habe insgesamt dreimal die Frau Malermeister Bertschi begehrt, brannte Hochwürden Stocklin die Sicherung durch. Er zerrte mich an den Haaren, bis ich blutete. Heulend bin ich zu meiner Mutter gerannt, aber als tapferer Bub präsentierte man seine Wunden mit einem gewissen Stolz, und niemandem wäre es damals in den Sinn gekommen, Stocklins Jähzorn mit dem Zölibat oder sexuellen Frustrationen zu erklären. Vor 50 Jahren war es selbstverständlich, dass Hochwürden Stocklin am Altar ein anderer war, ein Herr der Wandlung, der aus Wein Blut, aus Brot den Leib des Herrn machte. Als Wandler wandelte er über uns, auch über der eigenen Sündhaftigkeit, und es war der Wandler, nicht der Jähzornige, der am Altar die Hand zum Segen hob, ite missa est, Deo gratias. Mit 11,5 Jahren wurde ich Zögling der Stiftschule einsiedeln. Wir trugen bodenlange Kutten, die wir von den Vorgängern übernahmen, und bildeten, nach Größe geordnet, ein namenloses Karree. Wir waren Glieder eines Massenkörpers und sollten in der Wiederholung des stets gleichen Tages einen Vorschein der Ewigkeit erfahren. Wir schliefen in Schlafsälen, Gitterbett an Gitterbett, und nachts nahm man teil an einem Traum, den der Massenkörper träumte, von Titten, von Autos, von Schokolade und Schnitzeln. Damals, in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, lebten 200 Mönche im Kloster, 300 Zöglinge und 50 Brüder. Jeweils nach der Vesper zogen wir vor die Schwarze Madonna, die im hinteren Teil der barocken Stiftskirche einen gotischen Tempel aus schwarzem Marmor bewohnte. Jeden Morgen wurde sie vom Vestiari-Bruder, ihrem Kammerdiener, eingekleidet, und ihre Gewänder hatten jene Glockenform, die Escorial Philipp II. Bei den ersten Damen Mode gewesen war. Das Karree verneigte sich in Ehrfurcht, von den Jüngsten, die noch Kinder waren, bis zu den ältesten greisen Mönchen, hinter denen, wie geflüstert wurde, der Tod lauerte
mit Stundenglas und Sense. Das Karree bestand nur aus Männern, aber über den gebeugten Nacken schwebte die Madonna, die heilige Mutter mit dem Kind, umkränzt von einem Gewitter aus Blattgold, das flache, aus Ebenholz geschnitzte Gesicht, eine Maske des lächelnden Schweigens. Salve Regina, Mater Misericordiae, sei gegrüßt, Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Mit 15 Jahren gehörte ich zu den Gründern eines Atheistenclubs in der Stiftschule Einsiedeln. Wer Mitglied werden wollte, musste eine Prüfung ablegen. Während des sonntäglichen Pontifikalamtes hatte man in den Dachstuhl der Klosterkirche zu steigen und durch ein Loch in der Weihnachtskuppel einen Papierflieger hinuntersegeln zu lassen, mit einem atheistischen Satz beschriftet. Auf meinem Flieger stand: Religion ist der Wille zum Winterschlaf, Nietzsche. Sie können sich vorstellen, wie dieser Satz in der frommen Wallfahrtskirche einschlug. Entsetzen machte sich bereit, und natürlich hatte es der nächste Zögling, der, um in den Club aufgenommen zu werden, seinerseits einen Flieger mit Sprengsatz absenden musste, bereits schwerer als der Präsident, der den Anfang gemacht hatte, und ich, der Aktuar, dem diese Prüfung eingefallen war. Das Sonntagsamt wurde spannend wie ein Krimi. Unter den Gläubigen waren lauter Subpräfekten postiert, die wie Flappschützen in die Höhe starrten, zum Gewölbe hinauf, aus dem früher oder später etwas Weißes herausflügelte. Der Heilige Geist war es nicht, aber wieder ein geistvoller Satz, denn unter der Anleitung unseres Präsidenten lasen wir fleißig Feuerbach und Sartre. Als ich diese Lektüre in den Sommerferien fortsetzte, verschlug es dem Vater die Sprache. Doch nicht genug damit. Die Satzung des Atheistenclubs verbot es mir, zu Hause in den Sommerferien die Messe zu besuchen. Und natürlich hielt ich mich daran. Schließlich hatte ich die Satzung gemeinsam mit dem Präsidenten entworfen. Die Mutter weinte bittere Tränen. Sie leide an einer großen Schuld, gestand sie mir. Sie habe zwei tote Kinder geboren. Da ungetauft seien sie von der Auferstehung der Toten ausgeschlossen und müssten ewig im Limbus verharren. Das Wort kannte ich. Der Limbus war nicht Himmel, nicht Hölle, nicht Fegefeuer, aber erst durch die schluchzende Mutter nahm der Nichtort Form und Gestalt an. Nun war er auch für mich, wie für die Mutter, ein im Jenseits gelegenes Embryonen-KZ. Als Freigeist kommst du in die Hölle, schrie die Mutter. Das Fleisch von meinem Fleisch ist verdorben. Um sie zu beruhigen, versprach ich, am Samstag zur Beichte zu gehen. Mein Vater, der das Unglück kommen sah, machte den Vorschlag, ich möge meine Beichte, wie er und seine politischen Freunde, bei Pater Ottmar ablegen. Pater Ottmar, ein uralter Kapuziner mit wallendem Bart, war vollkommen taub und der bevorzugte Beichtvater der oberen Funktionäre der Christlichen Volkspartei. Aber in meinem pubertären Stolz ging ich zu Hochwürden Stäuble, dem Dekan und Stadtpfarrer. Ich beichtete, ich hätte einen Atheistenclub gegründet und würde für einen Gott, der schuldlose Embryonen bestrafe, nichts als Verachtung übrig haben. Hinter dem Gitter hörte ich Laute der Entrüstung.
Dann fragte mich Hochwürden Stäuble, ob ich mir ernsthaft einbilde, dass man für seinen Abfall von Gott von diesem absolviert werden könne. Ich antwortete, Atheistenclub geschult, wenn er tatsächlich allgütig und allmächtig ist, dann kann er das. Hochwürden Stäuble warf mich raus und nie werde ich den Kopf vergessen, aus dem Beichtstuhl hervorgereckt, eine violette Stola um den Hals, der mit großen, vom Entsetzen geweiteten Augen mir nachgestarrt hat. 1974 wurde ich Student an der Freien Universität Berlin. Religion existierte hier nur noch als vergleichende Religionswissenschaft, Philosophie nur noch als Gesellschaftswissenschaft, Gott, Metaphysik, Transzendenz, lauter alte Hüte. Ich rettete mich in eine Platon-Vorlesung von Professor Michael Landmann. Landmanns Mutter hatte zum Georgikreis gehört, er war jüdisch, Schweizer, ein vornehmer Herr, den seine Kollegen und die Studenten wie Dreck behandelten. Um mich für diesen Vortrag an ihn zu erinnern, habe ich einen Essay gelesen, den Landmann in der von Mircea Eliade und Ernst Jünger herausgegebenen Zeitschrift Antaios veröffentlicht hatte. In diesem Essay beschreibt Landmann hellsichtig den Riss, der damals durch die Welt gefahren ist. In seiner Vorlesung und in seinen Seminaren wird er sich ähnlich geäußert haben, aber ich war 24 Jahre alt, weder willens noch fähig, ihn zu verstehen. Denn die Studentenrebellion, die Landmann als Satyrspiel einer großen Tragödie empfand, als Konsequenz aus der Vernichtung der griechisch-biblischen Welt, Entschuldigung, war für mich ein Aufbruch, eine sexuelle Befreiung, das Startsignal, wie ich in meiner studentischen Naivität meinte, in eine gerechtere Gesellschaft. Vielen Dank. Nur glücklich machte er mich nicht, dieser Aufbruch, eher war das Gegenteil der Fall. Ich hatte Heimweh nach den verlorenen Ober- und Überwelten, meine metaphysischen Antennen zappelten ins Leere, deshalb saß ich ja als einer von drei oder vier Hörern bei Landmann und plagte mich mit Platon ab. Ich glaubte nach wie vor, es müsse ein Ewiges geben, und verliebte ich mich, war dieses Ewige da, um es mit Jean-Paul zu sagen, Liebe ist angewandte Unendlichkeit. Warum verliebe ich mich gerade in diese Frau? Und warum geschieht es auf den ersten Blick? Weil die Begegnung nach Platon ein Wiedererkennen ist. Weil diese Frau, gerade diese meiner Anima entspricht, durch Ute hindurch küsste ich mein Urbild der Frau. In der Liebe, stellte ich damals fest, war ich immer noch religiös. Ich betete die Frauen an, wie ich es an der Seite der Mutter und später als Mitglied des Massenkörpers vor der schwarzen Madonna gelernt hatte. Ja, zum letzten Mal befand ich mich nun in einem heiligen Bezirk. Er war so groß wie die Matratze meiner Kreuzberger Wohnung. Hier wurde der Mutterglaube wieder wach. Hier war ich mit Platon und Landmann überzeugt, dass unsere Seele vor der Geburt alles in seinem Wesen
geschaut hat. Wird die Seele geboren, vergisst sie das Geschaute. Aber das Vergessen, so hat es Thomas von Aquin gelehrt, hat der Seele die Inquietudo desiderii eingepflanzt, die Unruhe des Verlangens. Jedes Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, möchte sich ins Unwandelbare zurückverwandeln, möchte heimkehren in die Schau des Ganzen, ins Absolute. Da wir aber der Zeit verhaftet sind, auch das steht beim Aquinaten, richtet sich das Begehren auf das Konkrete, auf Ute. Das Begehren blieb, das Absolute verschwand. Warum es geschah, weiß ich nicht, aber dass es geschah, weiß ich, denn ich habe es miterlebt. Viele von uns haben es miterlebt und wie die meisten habe auch ich kaum gemerkt, dass überhaupt etwas geschah. Es war an der Zeit, wie man sagt, und erst heute, als älterer Mann vermag ich zu ermessen, dass der Riss, den Landmann seinerzeit diagnostiziert hat, nicht nur durch mein Leben ging, sondern durch die gesamte Welt. Landmann verweist in seinem Antaios-Essay auf eine Geschichte, die von Plutarch stammt. Im 17. Kapitel seiner Schrift vom Untergang der Orakel erzählt Plutarch eine seltsame Begebenheit. Ein Schiff unter dem Kommando des ägyptischen Kapitäns Tabus fuhr eines Tages an der Insel Paxoi vorbei. Da riefen sie vom Ufer herüber: Tamus, Tamus, wenn du gegenüber Palodes kommst, dann verkündige dorten, der große Pan ist tot. Alle erschraken und berieten, ob sie den Auftrag ausführen sollten. Tamus fasste den Entschluss, bei Wind an der Insel vorüberzufahren, bei Windstille jedoch zu melden, was er gehört habe. Ich zitiere Plutarch: Als man gegenüber Palodes kam, war weder Wind noch Wellengang. Tamus stellte sich an die Reling, blickte zum Land hin und rief: Der große Pan ist tot. Da erhob sich auf der Insel ein lautes Wehgeschrei, nicht eines Einzelnen, sondern vieler, vermischt mit Ausrufen des Entsetzens. Ende des Zitats. Laut Landmann hat man die Geschichte des Plutarch schon früh christlich gedeutet. In diesem Verständnis ist der Tod des Pan, der nicht zufällig in der Zeit des Kaisers Tiberius eintrat, also in der Zeit des Erscheinens Christi, das Symbol für den Untergang der heidnischen Antike. Aber die Geschichte, so schließt Landmann seinen Essay, zeigt auch dies: Götter sind sterblich. Vor einigen Jahren fuhr ich auf einem alten Auswandererkahn von Durban, Südafrika, nach Indien. Die Passage dauerte mehrere Tage und die ganze Zeit schien das Schiff am Pol der uns umgebenden, anscheinend immer gleichen Meerwölbung zu kleben. Um festzustellen, dass wir Fahrt machten, musste man die aufgewühlte Hecksee betrachten oder an der Reling in die Tiefe blicken,
wo die Wellen an der Bordwand entlang schossen. Und dann gab es da noch ein Zeichen, das zunehmend deutlicher zeigte, dass wir unterwegs waren. Wenn die Moslems an Deck kamen, ihre Gebetsteppiche entrollten und sich gegen Mekka verneigten. Ein Schiffsoffizier mit gezücktem Kompass gab ihnen jeweils die Richtung vor, und da sich Mekka mit jeder Seemeile weiter nach Westen verschob, drehten sich die Betenden mit Kompassnadeln mit, von ihrem Heiligtum magnetisch angezogen. Meist stand ich mit einem Major Phillips, übrig geblieben aus britischen Kolonialzeiten, an der Bar, leicht angesoffen, ein wenig fiebrig, und beide verstummten wir, wenn das gesamte Schiff zum Gebetsraum wurde. Allah il Allah auf dem Oberdeck, auf den Unterdecks, in den Sälen, in den Korridoren. Auf jenem Schiff wurde ich nach langen Jahren wieder mit der Frage konfrontiert, wie ich es mit der Religion halte. Ich war nie aus der Kirche ausgetreten, aber war ich noch katholisch oder eine Karteileiche des Atheistenclubs? Mitten auf dem Indischen Ozean wurde mir klar, dass die Frage nach meiner Religionszugehörigkeit nicht mehr mir gehörte. Vor einiger Zeit suchte ich wegen eines Bandscheibenvorfalls einige Male die Praxis eines türkischen Arztes in Berlin-Kreuzberg auf. Der Arzt bot mir jeweils Tee an, wir kamen ins Gespräch. Ich erfuhr, dass er seine beiden Kinder in die Heimat geschickt hatte, zur Großmutter. Sie sollten das Gymnasium in Istanbul besuchen. In Kreuzberg, so der Arzt, sei ihm das Klima zu fundamentalistisch, zu fanatisch. Dass ich den Namen des Arztes verschweigen muss, um ihn nicht zu gefährden, mag zeigen, wo wir angekommen sind. Viele Türken und Araber, vor allem jene, die im Westen aufgewachsen sind, haben ein Heimweh nach einer Heimat, in der sie noch niemals waren. Es ist eine metaphysische Heimat, doch besitzt dieses überirdische Land ihrer Sehnsucht auch sehr irdische Fernsehsender, die via Satellit in die Kreuzberger Wohnstuben und Wohnungen und Teestuben hineinpredigen. Uns halten diese jungen Männer für gottlose, verdorbene Leute, und jeder Kiosk gibt ihnen Recht, jede leere Kirche, jedes Grab, das auf einem vergessenen Friedhof verlottert. Es ist die alte Geschichte. Pan, jetzt auf unserer Seite, stirbt wieder. Ich habe Ihnen meine religiöse Biografie erzählt, weil sie zeigt, was und wie viel sich in wenigen Jahrzehnten verändert hat. Die Kirche, in meinem Fall ist es die katholische, hat in unseren Breitengraden ihre Mütterlichkeit verloren. Mit dieser Mutter habe ich sehen, reden, glauben, beten, denken gelernt. Muttersprache, Mutterglaube, das war für mich dasselbe. In der Pubertät wehrte ich mich dagegen. Ich wollte eine eigene Sprache sprechen und musste wenig später feststellen, die Worte, die früher der Kirche gehört hatten, lagen jetzt frei herum auf der Straße und durften nach Belieben von jedem
in den Mund genommen und auf alles Mögliche angewendet werden, zum Beispiel das Wort Opfer. Während sich die Theologen auf einmal scheuten, vom Messopfer zu reden, gab sich alle Welt als Opfer aus, als Opfer der Eltern, der Verhältnisse, des Kapitalismus, der Umstrukturierung und so weiter. Andere Mutterwörter, die eben noch geheiligt waren, galten über Nacht als giftig. Das Wort Wandlung wurde durch Veränderung ersetzt, das Wort Auserwähltheit als rassistisch empfunden. Ich könnte die Liste beliebig fortsetzen. Epiphanie, so etwas gehört heutzutage in die psychiatrische Klinik. Der Satan, das Wunder, die Heiligen sind in die Literatur emigriert. Auch ich, muss ich an dieser Stelle beichten, habe den allgemeinen Missbrauch der Worte fröhlich mitgemacht. In Calderons Welttheater heißt eine Figur das Gesetz der Gnade, angestachelt von Voltaire, der vom Gnadenterror spricht, habe ich in meiner Bearbeitung dieses Dramas das Gnadengesetz gestrichen. Wie kam es zum Riss? Ich weiß es nicht. Ich konnte Ihnen nur erzählen, dass ich ihn am eigenen Leib erlebt habe. Und vielleicht darf ich Ihnen sagen, was er für uns bedeutet. Wieder fährt das Schiff des Kapitäns Tamus an einer Insel vorüber. Es ist die Insel, die Shakespeare in seinem letzten Stück im Sturm zur Bühne gemacht hat. Am Strand steht Prospero, ein alter Mann, und entledigt sich jener Gewänder, die El Autor, der Schöpfer, zu Beginn von Calderons Welttheater angezogen hat. Prospero spricht: So brech ich meinen Stab, begrab ihn manche Klafter in der Erde. Und tiefer als die Fische je geschwommen, will ich mein Buch ertränken. So endet in Shakespeares Sturm Calderons Welttheater. Ohne Zaubermantel ist Prospero nackt, ohne Buch wehrlos Vorhang. Nachtragen möchte ich, dass Papst Benedikt die Lehre vom Limbus Infantium zurückgenommen hat. Für meine Mutter kam die Korrektur zu spät. Sie hat sie nicht mehr erlebt und musste noch auf ihrem Sterbebett fürchterliche Ängste ausstehen. Sie fürchtete für die Geburt eines Kindes, das nicht getauft werden konnte, im Feuer bestraft zu werden. Meine Versuche, ihr diese Angst zu nehmen, sind gescheitert. So gut war die Ausbildung im Atheistenclub eben doch nicht gewesen. Papst Benedikt gebührt das große Verdienst, durch seine Lehre und sein Wirken die Angst aus der Kirche verbannt zu haben. Ich lebte in Berlin, als Benedikt die Hauptstadt seiner Heimat besucht hat. Über 60 Institutionen, Vereine, Gruppen haben gegen den Heiligen Vater ein gewaltiges Protesttheater inszeniert, von den Medien mit vollen Breitseiten unterstützt. Und spätestens in diesem Moment bin ich wieder in die Opposition gegangen, wie damals als Aktuar des Atheistenclubs. Nur diesmal auf der anderen Seite. Zu denen, die den Tod des Pan fordern, möchte ich nicht gehören. Denn eines, meine sehr verehrten Damen und Herren, scheint mir klar zu sein. Das Abendland
ist ein Christentum, das aus jüdischer Religion und griechischer Philosophie geboren wurde, und wird diese Kultur vernichtet, vernichten wir damit uns selbst. Ich komme zum Schluss. Warum hat die Heilige Mutter, die Kirche, der noch vor 50 Jahren die Worte gehört haben, ihre Sprache, das Latein, aufgegeben? Warum hat sie sich in den alten, nackten, von der Meute gehetzten Prospero verwandelt und mutwillig ihr Buch versenkt? Vielleicht geschah es im Vertrauen auf die Wandlung, im Glauben daran, dass dem Tod die Auferstehung folgt. Vielleicht halten wir dank dieser Hoffnung das Leben aus und das Sterben auch. Nach einem Autounfall saß ich schwer verletzt am Straßenrand. Wie sich später herausstellen sollte, hatte ich die Hälfte meines Bluts verloren. Ich betastete das taufeuchte Gras und dachte, wie schön ist das Gras. Dann sah ich einen Straßenpfosten und weinte vor Glück. Hatte ich je eine vollendete Reform gesehen? Es war eine Nacht im Mai, dem Marienmonat. Beim Knall war ein fünfmonatiges Kind in einem nahen Haus erwacht. Sein Weinen weckte die Mutter. Sie legte das Kind an ihre Brust und trat mit ihm ins Fenster. Ich war bereits hinüber. Ich habe sie nicht mehr gesehen, aber sie sah mich und veranlasste meine Rettung. Sie, eine junge Frau, die in dieser Nacht zugleich die Mutter der Barmherzigkeit war, die Königin mit dem Kind von Sternen umkränzt. Ich danke Ihnen.